Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Wir sind nach wie vor auf dem Schlachtfeld und sind da zum Schluss hier über die kleine Steinmauer und versuchen jetzt hier zu flüchten. Aber davor stehen Leute. Oder stehen sogar viel mehr Leute. Ah, das ist nicht gut. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute! Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit... Oh, das ist die Aufräumcrew. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Gaien gehört uns! Okay, bleiben jetzt einfach stehen oder bewegen sie sich? Versuchen das mal, ohne dass wir die Leute hier umbringen. Ah, sehr gut. Wir können ihn ablenken. Ja, bitte. Das war ein Geräusch, oder? Ich denke schon. Okay, schnell weiter. Bleibt auch länger stehen, bitte. Und hier runter. Ist das der richtige Weg? Ja, sehr gut. Amicia, ich bin so müde. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na, endlich. Ja, nicht mehr lange. Boah, ihr habt's noch echt viel vor euch mit den ganzen Leichen hier. Achtung! Sag schon, Drecksack. Das ist meine Schwester, Bastard. Jetzt lasst uns gehen. Ihr werdet uns auch nie wiedersehen. Versprochen. Sicher nicht. Da, wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Was sollen wir tun? Zu riskant. Hier lang. Dann können wir doch bestimmt irgendwie helfen, oder nicht? Einmal so ein Schlafding. Hoffentlich lohnt sich das. Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Nice. Soldaten, hier gibt es Schwierigkeiten. Lass uns abhauen. Folgen wir ihnen. Da, da, sie fliehen. Sie hat das ganz umsonst gemacht. Oh, scheiße. Hugo! Lauf! Oh, fuck. Die Beute der Raben. Ah, scheiße. Beschädigte Güter. Fuck, jetzt haben sie uns. Na. Hey, Kleine. Aufwachen. Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Rune. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Räudiger Köter. Ja, damit wäre dann die Schuld beglichen. Danke. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben meine Schleuder. Die brauchst Alicia du nicht. Alicia wurde in Arsenal genommen, sodass weder ihre Schleuder noch ihr Inventar verwenden kann. Ich glaube, ihr sollt ihr folgen, oder? Komm mit. Ah, oh, was für ein Triebock hier.
Ich würde es gern in Action sehen, das Ding. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Oh. Sie ist in einer Ablenkung um unsere Kuh. Ich würde sagen, da. Was ist mit den Krügen? Nein, die stehen nicht gut. Das hier? Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Er ist also dein Bruder. Falsch, oder? Heiß, schnell. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Daten kann man nur schätzen. Ich hätte schwören können. Du kommst allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das. Zutaten. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Ah, ich bin da voll. Aber immerhin, hat's noch mal Leder. Ich hab so eine blöde Fliege hier, die mich nervt. Wo zum Teufel kommen diese verfluchten Biester her? Stecken die Valois dahinter oder was? Nein. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer. Wir müssen den Weg freiräumen. Da hinten hat's auch noch was. Der Infektion gestorben sein. Ach, da hinten bist du. Eine biblische Plage. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Rückzug anordnen. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Was bringt uns das jetzt? Gut gemacht, Arthur. Dann los. Schnell. Die anderen interessiert's nicht. Hey, da schläft da jemand. Pass auf die Flaschen auf. Oh. Dankeschön. Rein gar nichts. So cooles Setting hier. Vorsicht! Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen und ihrer ewigen Quasselei. Oh Scheiße, der da hinten hat mich gesehen. Machen mich noch. Bleib unten, ist gut. Ja, das sieht nach dem Bogenmacher aus. Ah nee, das ist einfach ein Bogenschütze. Der hier trainiert. Braucht nichts für die Ablenkung. Los. Und tschüss. Danke fürs hohe Gras. Sehr gut. Vorsicht! Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Guyen gehört endlich wieder zu England! Ach ja? Dann sieh dich draußen mal um. Guyen gehört jetzt den verfluchten Ratten. Sieg ist jetzt ein bisschen relativ. Wir müssen da drüben lang. Ach so. Ich hab sie gesehen. Dann das hier. Da, der Topf. Ja, gut gesehen. Gute Nacht. Du denkst dir das doch bloß aus. Ich warte. Was? Jetzt nach links. Sei vorsichtig. Du kennst die Befehle. Oh shit. Mit dir fall jetzt nicht nach unten. Und Sklaven. Kriegsgefangene, so wie es wohl aussieht. Oh, da gibt es wieder Zutaten. Nice. Stoff. Da hinten auch noch. Der Ritter vom Bau. Salpeter. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Wie werden wir euch jetzt los? Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Okay, jetzt läuft die Zeit aus. Sobald er mitkriegt, dass wir nicht mehr da sind, gibt's Alarm. Das und das. Gar nicht mal übel. Was machst du denn da? Dazu ist jetzt keine Zeit. So springt bei deiner Rettung Wieso für mich auch noch was raus. Was ist mit der Truhe? Hab ich gesehen. Pulver. Wahrscheinlich für Alchemie. Nutzlos. Nicht für mich. Gib Bescheid, wenn ich sie knacken soll. Ja, mach mal bitte. Wärst du so freundlich? War das jetzt ein Fehler? Hier, viel Spaß damit. Gut gemacht. Dankeschön. Dann weiter. Ich komme schon. Nice, fast voll. Leise.
sind zu viele von ihnen. Wäre jetzt gerade nicht der Pfad gewesen, den ich ausgewählt hätte. Aber okay. Dann haben wir weder Brot noch Wein. Geil, Braten. Da hätte ich jetzt auch gern was. Es sah jetzt nicht schlecht aus. Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht gewonnen haben. Die Hälfte der Vorräte verschwindet einfach. Oh, du bist verrückt. Was denn? Wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Oh, das ist aber ein großes Lager hier. Ach, und dann hier Holzverarbeitung für die Kriegsmaschinen. Mein Bruder sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Lieber heißt gehört. Sorry, Jungs. Nein. Was haben die Leute alle für Probleme mit ihm? Die Kleine. Die meisten hier gehen fort. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine. Okay, das ging jetzt schnell. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen. Und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sich nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Ja, natürlich. Und alle gehen hier weg. Echt? Gehen wir jetzt da jetzt einfach hin? Okay. Die Zelte. Durchsucht die Zelte. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein. Ah, ich kann es hier. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Truhe da gesteckt. Gut. Ah, da hinten ist die Truhe. Hier mal was zum Ablenken. Nein, Amicia! Alles in Ordnung, Hugo. Das war gruselig. Amicia, komm zurück! Ach, Scheiße. Beruhige dich, uns geht's gut. Tut mir okay. Leid, ich hatte Angst. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Dein Einsatz, Melly. Werkbank! Ah, ich kann es auch nicht nutzen. Aber das wird sich gleich mal ändern. Endlich. Super. Jetzt, Hugo, ich muss den Käfig herunterbekommen. Ach, das ist jetzt nicht wahr, oder? Und die Upgrades sind halt echt teuer. Ich sollte Hugo mit meiner Schleuder befreien können. Ja. Ja, Moment. Stein. Zum Glück sind sie beschäftigt. Ja, ich wollte gerade sagen, Melly, das dass das jetzt keiner gehört hat. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Kinderspiel. Sie sagten, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Ja, wir holen dich. Amicia! Oh, sie sagen, gleich sie eine ganze Armee hinter uns. Und dass ich dich nie wieder sehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja, am anderen Ende wohin? Des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Ach, sie. Okay. Ich gebe jetzt an, wo es hingehen soll. Okay. Oh, da hinten hat es wieder Materialien. Die werden wir uns natürlich schnappen. Nice. Werkzeug. 1 von 12. Oh. Reicht es vielleicht schon? Durchsuch die Zelte! Dann haben wir kurz rennen hier. Ach, die war da hinten drin. So, nochmal kurz gucken. Ah, ja, das Werkzeuge. Beuteltasche. Wieder bis 16 Material einer Art. Munitionstasche. Bänder. Wir haben der Schnur ganze Schleuder besser in der Hand, sodass sie schneller und effizienter einsetzen kann. Na, ich. Na, Nachladedauer.
Ich mach die Tasche hier. Ja, doch. Ich hab noch mal überlegt, ob ich es wirklich machen soll. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. So. Vielleicht ist gar nicht mal so unschlau. Na doch, da hinten ist noch was. Hier lang zu gehen. Aber ich könnte dich. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Ausschwärmen. Teilt euch auf. Und achtet auf die Zelte. Hier gibt es nichts zu berichten. Reichen einfach hier entlang. Jetzt auch noch eine Kiste. Vielleicht ist sie doch bei den Käfigen. Ah, da kommt man nicht vorbei. Oh, oh. Sie ist nur ein Kind. Sie wird sich irgendwo verstecken. Gehst du hin? Bitte schau nicht her, bitte schau nicht her, bitte schau nicht her. Oh, danke. Was? Da ist was. Was war? Bist du dir sicher? Absolut, ich bin sicher. Dann los. Okay. Kriegst du das hin, Melly? Also schön. Sorry. Sie kann doch nicht einfach weg sein. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Ah, fuck. Wollt ihr noch mehr? Ich hab noch genug auf Lager. Ja, drei, um genau zu sein. Ah, das war auch nicht gut. Vielleicht ist sie noch bei den Käfigen. Okay, wir nehmen das mal jemand mit. Ach, wir machen das einmal auf die Tour. Lasst uns in Frieden. Das war unglaublich. Willst du den Krieg etwa im Alleingang gewinnen? Nein. Ich habe eigentlich gar kein Problem mit den Leuten, aber sie haben ein Problem mit mir. Ist das der Ausgang? Oh. Entschuldigung. Ist mir so ausgerutscht. Ja, toll. Das Tor ist zu. Wie kommen wir hier raus? Oh, dankeschön. Nein, doch nicht so gut. Fuck. So viel zur Flucht. Und er. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Okay, coole Aktion. Die Inquisition? Was zum Teufel habt ihr getan? Gar nichts. Wir haben nichts getan. Sie wollen Hugo. Los, lasst uns abhauen. Okay. Hier geht's raus. Schnell. Was? Wo? Hugo. Folge Melly. Okay, raus. Lauf, 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 lauf. Komm, schneller, schneller, schneller. Die kriegen dich nicht. Oh, scheiße. Gib uns Hugo. Und jetzt? Okay, danke. Uns läuft die Zeit davon. Schnell. Scheiße. Ja, dann mach auf. Oh mein Gott. Dankeschön. Weiter. Was? Was habe ich da gerade gesehen? Oh. Komm schnell. Ich mach weg. Bestimmt nicht. Und Erno. Oh, fuck. Nein. Oh, Gott sei Dank habe ich da eins von denen gehabt. Oh. Nicht gut. Kette, 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 Kette. Und, kommt der? Komm schon. Okay, das ist der Hinrichtungsort hier. Ich kümmere mich um sie. Echt, wie denn? Haltet den Mund! Lasst uns in Frieden! Oh fuck. Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Komm schnell! Oh. Da! Dort drüben! Schnappt sie! Amicia?
danach solltest du mal echt gut duschen. Boah, das ist so eklig. Ist es nicht sinnvoller, die ganzen Leichen zu verbrennen? Gerade bei der Masse. Ich glaube, ein Avatar mag mich nicht so ganz. Geht irgendwie jetzt gerade beim Mund irgendwie nicht so mit. Ich habe nicht ein Mikrofon, ich mach's mal weiter nach unten. So. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Okay. Dann mal hinterher. Sag mal, warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist... speziell. Ja. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Oh nein. Mein Gott, sieht das geil aus. Wir nutzen sie zur Überquerung. Wow. Oh, wie geil. Oh Leute, da muss ich mal ganz kurz den Fotomodus nutzen. Das sieht ja mal geil aus. Kann ich irgendwie so nach oben und runter? YX. Nice. Mach ich jetzt hier ein Foto? Aufnehmen. Okay. Das sieht geil aus. Ja. Okay. Sorry. Brauche ich dann für den Thumbnail. Was ist denn mit dem Mund jetzt von meinem Avatar los? Der mag jetzt irgendwie gar nicht mehr mit. Komisch. Ich hoffe, das ist nicht schon die ganze Zeit so. Kann man hier wieder rausgehen? Danke. Zurück zum Spiel. Ist er immer so? Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Das ist nicht der beste Moment, um damit anzufangen. Andererseits, liebe Leute, ich mache mir mal ganz kurz einen Schnitt. Ich muss mal kurz anschauen, was mit meinem Avatar ist. Also, sorry, falls er das schon die ganze Episode lang so komisch macht. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich hoffe mal, das ist jetzt ein bisschen besser mit dem Avatar. Ich habe jetzt einfach den mal durchgestartet. Und soweit bewegt er mal den Mund jetzt mit. Hoffentlich bleibt so. Verschlossen. Ich mach das. Nicht mehr lange. Ist offen. Oh, das ist ja riesig. Cool. Damit malt man den Weizen. Naja, aber hier schon lange nicht mehr. Ah, ich hab vergessen, den Ventilator auszumachen. Bin ich super hell. Einen Moment. So, da. Sorry. Aber es ist nach wie vor heiß hier. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir hier zumachen. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia, wir finden eine Lösung. Die Strömung wird schwächer, aber es reicht noch nicht. Da muss doch etwas anderes sein. Melly, übernimmst du? Kommst du da rüber? Hugo, kümmerst du dich darum? Ja. Um was genau? Was machst du da hinten? Es funktioniert. Und jetzt soll lieber. Jetzt werden wir rausfinden, ob es hält. Tja, sieht nicht so aus, als würde ich heute baden gehen. So, sehr gut. Das heißt, hier kann man... Das überlasse ich dir, Hugo. Andererseits... wenn du jetzt loslässt, geht es dann wieder auf? Warte. Also schön. Ja. Okay, mach das Melly, mal wieder zu hier. Hilfe. Aber er kann da...
unten aufhören. Lass es einfach. Und kann da hingehen. Auch wenn ich. Achso, er macht die hintere Schleuse zu, oder wie? Die Zugbrücke wäre unten, Prinzessin. Versucht nicht ins Wasser zu fallen. Okay. Nein, dann lass mal los. Ja. Halt. Ja, wie kann ich jetzt. Wartet hier. Jetzt. Okay, dann mal schauen. Was? Na, jetzt komm ich nicht drüber. Hä? Was genau passiert hier, wenn man das hier macht? Achso, das wäre dann quasi verlangsamen. Melly, übernimmst du? Kuh loslassen. Komm, lass los. Hä? Kannst du bitte loslassen? Mann! Okay, geh du nochmal dahin, bitte. Ich brauche deine Hilfe. Ja. Ja, dann. Welche Zugbrücke? Oder hat sie das da jetzt hier da gemeint? Hugo, machst du das, was du da machen solltest? Gut. Kann ich das jetzt bitte loslassen? Okay, cool. Danke. Und jetzt schnell hier drüber. So. Na bitte, siehst du, danke. Ein Kinderspiel. Wir haben die Mühle besiegt. Ja, wenn du wüsstest. Wenn es hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. Ja. Wäre ich schlau, dann würde ich halt einfach ins Wasser reingehen. Nice. Zutaten und Werkzeug. Verringert die Nachladedauer. Ja, bitte, danke. Da war ich ganz froh, wenn es ein bisschen schneller geht. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Gut. Wir können hier durch. Na los. Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Gut, kommt mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Das ja, schön ist es tatsächlich. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt boah, das keine ist echt richtig. An euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht im Erdboden gleichgemacht. Die Gegend soll verflucht sein. Amicia? Oh. Das macht nur Spaß, Hugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit, hä? Na, da ist gar nichts drin. Ja, doch. Also zum Thema verflucht, du hast ja gar keine Ahnung, was wir schon alles gesehen haben. Und das in einer Kirche, die eigentlich heilig ist. Ich sag's dir, Shit ist am Abgehen. Amicia. Hugo, oh, der nächste Anfall. Komm her. Oh. Was hat er denn? Wir sind fast da. Melly, warte. Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht. Ich würde es ja nicht überraschen, wenn aus ihm auch irgendwie der böse Oberlord wird. Amicia, ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Ich verstehe aber nach wie vor nicht, was für Nutzen Nick es so davon hätte mit ihm. Ich komme. Hugo, bitte. Weil das ganze Böse greift sie ja auch an. Das Geheimversteck. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner.
Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an! Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Siehst du was? Nein, nichts! Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauche Hilfe! Okay. Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder, ja, hab's doch nach draußen. Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagt, okay, Leben länger. Also, wir sind in einer Zeit, liebe Leute. Wie es jetzt weitergeht, das sehen wir in der nächsten Episode. Und ja, sorry für das kleine technische Problem. Und ich bin nur überrascht, dass sie das nicht wegen den Gefallen getun haben, sondern dass sie auch noch Lösegeld von uns da raushalten wollten. Nice. Ganz nette Leute. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Bis jetzt hat es mir echt gut gefallen. Also, wenn es euch auch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder vielleicht sogar ein Abo und wir sehen uns in der nächsten Episode. Tschüss!